Hey, willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Und zwar ranke und sag heute die K.O.-Runde bis zum Finale, also von Achtelfinale bis zum Finale voraus. Da sind einige spannende Tipps von mir drin und auch einige Hot Takes, also lasst gern ein Abo und ein Like da und einen Kommentar, wenn es euch gefällt. Und ich sagen, schalten wir jetzt zum Hot Take rüber. So Leute, wie ich euch jetzt schon gesagt habe, sage ich die K.O.-Runde voraus, wo sich die Gruppen Sieger, Gruppenzweiten, die vier Gruppenbesten der Gruppenphase der EM qualifiziert haben. Ich würde sagen, starten wir langsam mit Spanien und Georgien. Ah, Georgien ist eine starke Mannschaft, aber ich sehe Spanien klar als Favoriten dieses Jahr. Dänemark-Deutschland würde ich Deutschland nehmen, weil ich doch Deutschland vielleicht Mannschaft besser sehe als Dänemark. Außer sie spielen jetzt mit der Schweiz, aber hat auch immer noch die Sache mit der UEFA. Ist die in der Schweiz? Sie haben die nicht dort einen Hauptwohnsitz? Deswegen empfehle ich euch mein Video, was wäre, wenn die UEFA nicht korrupt wäre. Wenn ich es nicht vergesse, ist da oben jetzt ein I, dieses I noch nicht draufklicken, wenn ich es nicht vergesse. Aber Spanien, wie gesagt, die haben einfach eine Mannschaft, die ist... Also dort spielen 19-Jährige auf Profiniveau, das kannst du halt anders nicht gut machen. Also erstmal das. Zweites. Portugal und Slowenien. Ich würde sagen, das ist eine ausgeglichene Gruppe, so... geht, muss, kann beides passieren, aber ich würde Portugal doch vorne sehen, weil die haben doch eine stärkere Mannschaft minimal mit Ronaldo. Also, wie ich sagen so, Frankreich, Belgien. Ich vermute mal sehr stark, dass Frankreich gewinnt, aber irgendwie hoffe ich auch Belgien gewinnt, weil ich Frankreich nicht mag. Fußballer, weil die einfach arrogante Piep-Piep sind. Aber, ganz ehrlich, ich mache jetzt einfach einen Hot-Take. Ich sag jetzt einfach Belgien. Belgien kommt gegen Frankreich weit, ein Hot Take. Rumänien, Niederlande. Ich hoffe die Niederlande, weil ich die Rumänien halt einfach stark, auch sie so eklige Gegner sind. Ich hoffe, dass Niederlande aber weiterkommt. Weil wir die schon besiegt haben. Österreich, Türkei natürlich. Österreich würde ich sagen schon, dass Österreich gegen die Gruppe weiterkommt. Weil wir sind Österreich und die Türkei schon 6-1 mal weggeschossen. Trotz ein Freundschaftsspiel, aber ich glaube schon, dass es wieder machbar wäre, rein theoretisch die wegzuschießen, weil sie vom Verhältnis noch ein einfacheres Team sind. Oh, England, Slowakei. England ist zwar in einer richtig beschissenen Form, Slowakei ist aber auch nicht so die beste Mannschaft gerade, so. Eine gute Frage. Ich will jetzt einfach mal mit England gehen, weil England wahrscheinlich doch besser sein wird. Schweiz, Italien, das kommt halt drauf an, ob die UEFA denkt, geil, wir müssen das wie in Deutschland machen und sagen, Geld, 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 Geld. Überlege ich mal. Grundsätzlich natürlich Italien, aber Italien hat auch gerade eine scheiß Form, die sind auch gerade nicht so gut. Also, Schweiz und Italien sind halt beide keine guten Mannschaften, formmäßig und so, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass die Schweiz weiterkommt, weil Italien einfach gerade formmäßig richtig kacke ist. Gehen wir mal hoch. Spanien, Deutschland. Ich habe die Vermutung, es ist ja eine Heim-EM für Deutschland. Deutschland will ein großes Sommermärchen machen. Nur, was ich vermute, im Viertelfinale ist Schluss für Deutschland. Also, gegen die spanische Mannschaft kannst du halt so nicht ankommen. Die Spanier sind gerade einfach zu stark im Verhältnis. Aber, sicher ist Deutschland eine Turniermannschaft, die könnten das reißen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass das Spanien macht. Also, nee, mach das Ding, aber ich glaube auch jetzt im anderen Spiel, Belgien-Portugal, glaube ich auch, dass Portugal macht, weil Belgien hat zwar eine gute Generation, so wie es immer gesagt wird, eine goldene Generation, aber reißt nichts. Ich glaube auch, dass der Druck dort so hoch ist, dass sie eine goldene Generation haben, dass sie einfach reinkacken werden, dass sie nicht gewinnen werden. Also, deswegen würde ich sagen, machen wir Portugal. Halbfinale Spanien auch stark. Niederlande, Österreich. Dadurch, dass ich das Gruppenspiel schon eigentlich, ich habe es nicht gesehen im Live-Tick, aber ich arbeiten leider war, leider, würde ich sagen, dass Österreich weiterkommt, weil einfach Niederlande doch schwächer ist als Österreich vom Team und dem Ganzen her. Würde ich persönlich sehen, weil die Österreicher doch da einen Vorteil haben. England, Schweiz. Da würde ich wieder sagen, wie so, da muss drauf geachtet werden, wie die UEFA, ob die UEFA Bock drauf hat oder nicht.
natürlich alle Satire, cancelt mich nicht. Und bitte, Wafer, klagt mich bitte nicht ab. Mahnt mich nicht ab. Bitte, bitte. Ich habe kein Geld dafür, wenn dann mal, Dankeschön. Nee, aber ich glaube, da kommt dann wirklich England weiter. Oh, das wäre für mich schon realistisch. Spanien, Portugal. Was sehen wir für Details? Spielplan-Details verfügbar. Schallenkürzen wieder vorbei. Stark, weil wenn ich nicht jetzt hier gehe. Stark, da ist ein Spielplatz, da, aber dass er nicht da ist. Stimmt, logisch. Aber nee, hier würde ich mit Englisch mit Spanien gehen. England, Österreich. Ich würde ganz ehrlich, spielerisch würde ich sogar sagen, Österreich derzeit besser, weil England halt. Weiß nichts, warte mal. Ich google mal ganz kurz am Handy, wo. Wie England performt. Ich habe jetzt England nicht so sehr verfolgt, weil mir England jetzt nicht so. Gut, die hat noch eine Gruppe, wo halt relativ schwach ist, deswegen würde ich sogar ehrlich sagen, dass Österreich weiterkommt ins Finale gegen England, würde ich persönlich sagen. Also, weil Österreich derzeit eine wirklich gute Mannschaft ist und auch ein Favorit, ist ein geiler Favorit drauf. Also, auch kein Patriotismus, ist einfach, dass Österreich halt geil ist, mit Rangnick spielt. Spanien, Österreich. Wenn es so kommen sollte, vermute ich Spanien, obwohl wir es gegen den Deutschen lieber wäre im Finale. Natürlich noch gewinnen gegen Deutschland als Österreicher. Es wäre schon schön, in Deutschland gegen Deutschland im Finale zu gewinnen. Hätte was. Richtig schönes. Aber ich mache jetzt hier einen Hot Take. Einen großen, fetten Hot Take. Österreich wie Europameister. Deine Blockade ist fertig. Weiter. Nein, ich möchte mich jetzt hier nicht anmelden. Super, da habe ich mich geleakt. Super. Danke. Danke, FIFA. Danke, UEFA. Danke. Das war's auch schon mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, ciao, Leute, bis dann!